Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Heute ist der 22.12. und ich wollte mit euch heute nochmal ein paar Plätzchen backen, diesmal aber andere. Die ganzen Zutaten habe ich dann auch schon mal in eine Schüssel gepackt und die Butter habe ich daneben gepackt, weil die Schüssel etwas klein ist. Deswegen muss ich mir gleich nochmal eine andere suchen. Auf jeden Fall braucht ihr einmal für die Vanillekipfel 300 Gramm Mehl, 60 Gramm gemahlene Mandeln, 60 Gramm gemahlene Haselnüsse, 80 Gramm Zucker, eine Prise Salz, zweimal Eigelb, 200 Gramm Butter, ein halbes Päckchen Vanillezucker und für nachher noch etwas Puderzucker und drei Packungen Vanillezucker. Jetzt muss das Ganze aber erst einmal zu einem Teig gemacht werden und dann kommt das Ganze auch nochmal in den Kühlschrank. So sollte dann euer Teig ungefähr aussehen. Falls er noch zu bröckelig ist, könnt ihr auch noch Milch hinzufügen und dann kommt das Ganze auch schon bei ca. 170 Grad für 15 Minuten in den Backofen. Wenn sie noch nicht durch sind, natürlich länger. Und wenn ihr sie dann direkt aus dem Backofen geholt habt, müsst ihr sie mit Puderzucker und dem Vanillezucker bestreuen. Und dann habe ich auch noch Marmeladenplätzchen gebacken. Das Rezept dazu findet ihr im letzten Vlog. Ich verlinke euch das gerne mal oben rechts beim i, da könnt ihr dann nachher reinschauen. Und zum Schluss machen wir dann noch einmal mein Adventskalender-Geschenk für den heutigen Tag auf. Und da drin waren einmal Socken, und zwar Happy Socks. Und das sind sie. Das sind einmal welche mit bunten Hunden. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Vlogs mehr zu verpassen. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, das war's mit diesem Video und bis zum nächsten Mal. Thank you.